Schönen Mittwochnachmittag zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Heute wieder mit spannenden Gästen. Ich freue mich heute sehr, darf begrüßen bei mir heute unter anderem Linda Meixner, die uns über Zoom später in der Sendung zugeschaltet wird. Landeshauptmann Markus Wallner wird noch kurz vorbeischauen. Da haben wir ja heute jetzt erfahren, dass diese Massentests schneller als erwartet stattfinden. Da haben sich die Ereignisse überholt. Gestern haben wir noch darüber gesprochen, dass es vor Weihnachten soweit sein soll. Jetzt wurde der Fahrplan festgelegt. Darüber werden wir kurz mit dem Landeshauptmann sprechen. Und jetzt zu Beginn freue ich mich auch sehr, als Gast hier begrüßen zu dürfen Dr. Albert Ling. Schönen guten Abend. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben und vorbeigeschaut haben. Danke auch und danke für die Einladung und die Gelegenheit. Herr Dr. Ling, wir wollen sprechen heute für die Zuschauer, die Sie nicht kennen oder nicht wissen, um was es jetzt genau geht, über ein sehr ernstes Thema eigentlich, aber wo eben auch wichtig ist, dass man darüber spricht, dass man auch eine gewisse Aufklärungsarbeit leistet. Und darum wollten wir das auch heute in die Sendung nehmen, nämlich das Thema Suizid. Und da gab es jetzt Anfang der Woche die Veröffentlichung des Vorarlberger Suizidberichts 2019. Vielleicht können wir zum Einstieg ganz kurz ein paar Zahlen machen. Wie war denn das Jahr 2019? Im Vergleich auch zu den Vorjahren, was gab es da für Entwicklungen, was sind die Kenntnisse, die aus diesem Bericht jetzt auch für Sie schlüssig wurden? Wir hatten im letzten Jahr laut Statistik Austria 46 Suizide. Das ist eine gewisse Steigerung zum Vorjahr, aber im Ganzen keine besorgniserregende Entwicklung, weil es von Jahr zu Jahr immer wieder gewisse Schwankungen gibt. Im Großen können wir sagen, dass wir seit Mitte der 80er Jahre eine Halbierung der Suizidzahlen haben, was aber nicht heißt, dass man sich zurücklehnen darf und denken, eh schon gut, passt, sondern wir müssen wach bleiben und vor allem in Zeiten, wo es doch krisenhaft zugeht oder erst krisenhaft wird, vor allem aufpassen, dass da nichts in die Richtung schief geht. Darüber wollen wir noch im Anschluss sprechen, was eben auch die Auswirkungen auch dieser jetzigen aktuellen Situation sein könnten. Man wissen tun wir es noch nicht, das werden wir dann erst nächstes Jahr sehen, wie sich das wirklich auswirkt. Bleiben wir noch kurz beim letzten Jahr, was auch eines der Erkenntnisse ist, aber das ist nicht so ganz neu, was ich mir sagen habe lassen, ist, dass der Suizid offensichtlich männlich ist in Vorarlberg. Das heißt also, dass sich deutlich mehr Männer freiwillig aus dem Leben scheiden wie Frauen. Und dass das in Vorarlberg, übrigens auch eine Zahl, was ich gesehen habe, noch höher ist, auch dieser Unterschied wie im österreichweiten Vergleich. Das ist für das letzte Jahr richtig. Insgesamt aber sind wir da auch immer 3 bis 4 Mal häufiger betroffen, Männer wie Frauen. Und das ist übrigens weltweit so. Das ist etwas, wo man natürlich verschiedene Erklärungen sucht. Das hat mit der Biologie zu tun, mit, man kann auch sagen, Hormonen. Das hat mit Aggressivität zu tun, mit impulsivem Verhalten, mit verstärkter Hinwendung zum Alkohol. Und ist ein Thema, das man natürlich mehr und mehr auch in den Fokus nehmen soll und überlegen, ob das jetzt wirklich hingenommen werden muss oder ob man da auch einmal vielleicht näher hinkommt. Das ist eben das Thema. Oder? Also auf der einen Seite weiß man aus Statistiken und aus Auswertungen, aus wissenschaftlichen Arbeiten, dass es eigentlich Frauen sind, die ein depressives oder ein depressives Verhalten an den Tag legen, dass der Anteil dort höher ist. Aber wenn es dann um die Selbsttötung geht, da sind das die Männer. Und Sie haben es gerade schon kurz gesagt, impulsives Verhalten, das heißt, sind das dann oft Affekthandlungen, also sprich gar nicht lange geplante Selbsttötungen oder wie muss man sich das vorstellen? Ja. Es ist, man spricht auch vom Gender-Paradox. Mehr depressive Frauen, mehr Suizidversuche bei Frauen und trotzdem mehr Suizide bei Männern. Wie ist das zu erklären? Das ist einmal so, dass höchstwahrscheinlich bei Männern sehr viele Depressionen übersehen werden, weil Männer es weniger im emotionalen Bereich ausleben, sondern mehr im Verhaltensbereich. Und von dort her natürlich es schwerer zu entdecken ist. Es ist auch oft so, dass der Alkohol dann im Zuge der Depression mehr und mehr eine Rolle spielt und dann das Ganze verdeckt. Das ist ein Grund, warum wir oft auch männliche Depressionen übersehen. Das andere ist, wie gesagt, dieses impulsive Verhalten. Und tatsächlich haben Männer weit mehr Kurzschlusssuizide als Frauen. Das hat auch damit zu tun, dass das sogenannte schwache Geschlecht in vielem stärker ist. Schon von der Biologie her, das könnte man bis in die XX-Chromosomen hinein auch erklären. Sie haben eine stärkere Resilienz und hat natürlich auch mit der Sozialisation der Männer zu tun, die stark sein wollen, keine Schwäche zugeben wollen und leider oft spät oder zu spät
reagieren. Kann man aus diesen Auswertungen auch sehen, was so die Hauptursachen sind, warum Menschen sich entscheiden, freiwillig aus dem Leben zu scheiden? Also sind das im familiären Bereich, im wirtschaftlichen Bereich oder im gesundheitlichen Bereich zu suchen? Dazu können wir alle 5 bis 10 Jahre aus dem AKS-Register nähere Angaben machen. Und da stellt sich heraus, dass, wie gesagt, bei Männern Kurzschlusssuizide relativ häufig sind, bei Frauen aber viel häufiger schon bekannte psychische Probleme, Depressionen und andere psychische Erkrankungen. Und dass zum Beispiel wirtschaftliche Momente bislang in Vorarlberg noch keine große Rolle gespielt haben, das sollte sich hoffentlich nicht ändern. Sehr häufig natürlich auch Beziehungsschwierigkeiten in Familie, Partnerschaft, die auch zumindest als Auslöser identifiziert werden können. Und jetzt letzter Punkt noch zur Statistik von diesem Jahr oder auch zur Vergangenheit. Was kann man zu der Altersverteilung sagen? Also sind das viele Junge oder hat sich das auch im Laufe der Jahre geändert? Es ist ja so, dass entgegen dem, was die meisten glauben, sind Suizide im Alter häufiger wie bei jüngeren Menschen. Jüngere Menschen haben mehr Suizidversuche, ältere mehr gelungene Suizide. Das hat auch mit dem Momentum zu tun, dass letztlich wer in diese Richtung geht, ja nicht sterben will, sondern so nicht mehr leben kann. Und im Alter sind oft die Widerstandskräfte schwächer und darum wird ein Suizidversuch oft konsequenter durchgeführt. Und da sehen wir in der Entwicklung der letzten Jahrzehnte, dass das sogenannte ungarische Muster, also hauptsächlich ältere Menschen, nachlässt, ältere Menschen bei uns offenbar relativ gut versorgt sind und so im mittleren Alter, vor allem die Männer, offensichtlich Probleme haben. Das ist also diese klassische Midlife-Crisis, oder also umgangssprachlich jetzt sehr flapsiger formuliert? Das ist die Leistungsgesellschaft, dass man da einfach überdreht und in die sogenannte Erschöpfungsdepression, auch Burnout genannt, kommt und dann übersieht, wann es zu spät ist, Hilfe zu holen. Jetzt ist ja so, alte Sprichwort, man kann den Menschen nur vor den Kopf, nicht in den Kopf schauen. Sie als Psychiater oder auch Psychologen versuchen das natürlich mit ihren Mitteln zu tun, aber jetzt gerade auch für Angehörige oder sowas. Da gibt es dann oft die Diskussion, hätte man das nicht verhindern können, hätte man das nicht sehen können. Was sind denn so klassische, würde ich sagen, Symptome, wo man darauf achten kann, auch als Bekannter, als Angehöriger, als jemand, der jemanden kennt? Wo muss man sich denn Gedanken machen und was sollte man dann vor allem auch tun? Ja, das ist eine sehr wichtige Frage und zeigt auch auf, dass wir Profis natürlich am Schluss natürlich unseren Beitrag leisten können und auch sollen, aber dass im Vorfeld natürlich oft es darauf ankommt, dass andere es spüren und wenn derjenige selber nicht mehr in der Lage ist, Hilfe zu holen, ihn in diese Richtung rät oder auch begleitet. Und merken tut man es natürlich vor allem daran, dass sich jemand, der in einer Depression steckt, sich nicht mehr freuen kann. Das ist das klassische Symptom überhaupt, sich nicht mehr freuen können. Es wäre ein schöner Tag, die Enkel kommen, aber es rührt mich nicht mehr, es rührt ihn nicht mehr. Und dieses Erschöpftsein, dieses sich nicht entscheiden können, alles ist mühsam, alles ist zäh, es ist wie wenn sie mit angezogener Handbremse unterwegs sind. Dann kommen natürlich oft Schlafstörungen dazu, vor allem Durchschlafstörungen, manchmal auch mehr Gereiztheit. Und das sind so Symptome, wo man, wenn man es spürt, jemanden auch ansprechen soll und sich nicht gleich zurückziehen, wenn er auf den ersten Moment nicht reagiert, sondern dann dranbleiben und sagen, du, mir ist es auch schon schlecht gegangen, das kannst du jetzt ruhig zugeben, reden wir drüber und überlegen wir, wie wir da rauskommen. Jetzt haben wir natürlich aktuell gerade in diesem Jahr eine Situation, die die meisten Menschen so noch nie erlebt haben. Also eine wirkliche Krise, die viele Menschen betrifft, wo das Ende noch offen ist, wo man noch gar nicht weiß, wo wir dann am Ende tatsächlich stehen. Da sind wirtschaftliche Sorgen damit verbunden. Da ist aber auch eine gewisse soziale Isolation, die wir im Frühjahr erlebt haben, jetzt wieder erlebt haben, in den verschiedensten Altersgruppen auch vorhanden. Jetzt ist mir klar, wir können jetzt noch eine große Prognose abgeben, wie wird sich das auch auf die Suizide auswirken. Aber vielleicht können wir mal ganz allgemein aus der Sicht des Fachmanns auch sagen, was macht denn das mit den Menschen, was wir da gerade erleben und was sind denn auch die Gefahren daran? Das macht natürlich höchst Unterschiedliches, je nach Ausgangslage. Einerseits, wie jemand psychisch unterwegs ist, wie viel Ich-Stärke er hat und dann natürlich vor allem, wie seine konkrete Situation ist. Wie lebt er in der Beziehung, in der sozialen Umgebung? Was hat er für konkrete Sorgen? Und da haben natürlich heute sehr viele konkrete Sorgen.
Und dann kann das natürlich in verschiedene Richtungen, psychosomatische Leiden, in Depressivität, in Angststörungen ausmünden. Und das ist natürlich auch der Fall. Und da ist es auch wichtig, dass die Behandlungsstellen und die Beratungsstellen weiterhin en jour sind und es dort nicht auch zu einem Lockdown kommt, sondern dass man möglichst versucht, dort Kontakt zu halten und das offen zu halten. Das ist ganz wesentlich. Und daneben kommt es natürlich sehr darauf an, das wissen wir von anderen großen Krisen, dass die Menschen am Schluss das Gefühl haben, dass es so etwas wie Solidarität noch gibt. Nicht? Das wissen wir aus den großen Krisen, zum Beispiel Finanzkrise 2008. Mhm. Da hat es in Folge, nicht gleich, aber in Folge, vor allem in Südeuropa, wo es am schlimmsten war, sehr viele Suizide gegeben, vor allem auch von Männern, die ihre Not als persönliches Versagen oft auch noch gesehen haben und keinen anderen Ausweg mehr wussten. Also da ist wichtig, dass einfach die sozioökonomische Seite hält, und das wissen wir natürlich aus anderen Krisen auch, dass da einfach grundlegend es in der Gesellschaft stimmen sollte und wir da, und das wäre auch eine Hoffnung vielleicht für die Zukunft von unserer Ich-AG, ein Stück weit wieder wegkommen und mehr Solidarität und Empathie entwickeln. Das ist ja die Hoffnung vieler, bei allem, was diese Kur uns jetzt sozusagen abverlangt. Mhm. Jetzt, Sie sagen es gerade, Empathie wäre wünschenswert. Momentan hat man aber eher das Gefühl, es geht genau in die gegenteilige Richtung, wenn man sich jetzt auch diese ganzen Proteste, die Gegenbewegungen ansieht. Man hat so das Gefühl, also das hatte man schon davor, jetzt aber noch verstärkt. Es führt so einen Spalt auch durch die Gesellschaft. Es gibt immer noch mehr Ellbogentechnik und jeder hat so die eigene Wahrheit. Vielleicht kann man das, oder kann man das vielleicht auch mal kurz aus psychologischer Sicht bislang analysieren. Mhm. Ist das nachvollziehbar? Also ist das für Sie ein klares Resultat aus den Rahmenbedingungen, aus der Entwicklung, die wir haben? Oder was könnten da die Ursachen dafür sein? Wenn man Gelegenheit hat, und ich bin 2-3 Mal in eine solche Protestaktion am Bodenseeufer hineingeraten und habe das etwas beobachtet, muss man schon auseinanderhalten. Da gab es Menschen mit echten Sorgen und auch vernünftigen Kritiken und einen Haufen andere, wo ich sagen muss, Paranoiker und Verschwörungstheoretiker etc., also ein wirklich schlimmes Gemisch, und das macht es auch schwierig, da sich richtig zu verhalten. Und natürlich gibt es immer einen Satz von Menschen, die aus persönlicher Not heraus oder aus Neurotizismen heraus gegen alles sind, was von oben kommt, wobei eine gewisse Skepsis natürlich richtig ist, aber man sollte dann auch den Punkt spüren, wo es ernst gilt und wo man dann halt wirklich sehen muss, dass es mit Verleugnen nicht weitergeht. Mhm. Ist das auch so ein Thema, dass die Psyche des Menschen sich gerne die einfachen Lösungen auch oder Erklärungen haben will, wenn ich Ängste und Sorgen habe, wenn ich Nöte habe, dass es da natürlich immer auf die Suche gibt, jetzt habe ich da einfache Lösungen, das ist ein Schwarz-Weiß-Denken, das sind klare Antworten? Das ist genau der Punkt. Da gibt es Leute, die bieten eine scheinbar plausible Lösung an und eine einfache Lösung. Und das ist ja das, was dann einfach die Attraktivität ausmacht. Dazu kommt natürlich auch immer, dass man dann ein Feindbild sucht, jemand, auf den man projizieren kann. Mhm. Und das sind dann die bekannten Feindbilder, die wir weltweit finden. Und das ist oft leider ein wirklich schlimmer Befund, dass da die Menschheit offenbar auf Zeit nicht wirklich lernt und immer wieder die gleichen Sündenböcke sucht. Jetzt haben wir vorhin schon gesagt, also zum Selbstmord, da führt meistens aus einer Depression, also eine Depression ist ja eine Erkrankung, also das ist ja nicht nur eine Empfindung, oder das ist ja wirklich eine physische Erkrankung, da geht es ja auch um Hormonprozesse, soweit ich das mit meinen laienhaften Worten jetzt ausdrücken kann. Wo ist denn da der Unterschied, oder wie kann man es auch festmachen, zwischen, ich sage jetzt einmal, dieser einer depressiven Verstimmung oder auch diese bisschen Niedergeschlagenheit, die natürlich jetzt viele Leute haben, weil sie vielleicht ihre sozialen Kontakte nicht so pflegen können, weil sie nicht oder mit der Arbeit sich ein bisschen Gedanken machen, aber eben noch nicht in der Depression sind oder vielleicht gar nicht in der Depression kommen, sondern einfach jetzt niedergeschlagen sind. Ist die Gefahr groß, dass man aus dieser depressiven Verstimmung in der Depression reinrutscht? Und wenn ja, was kann man da auch dagegen machen? Und was sind da auch die Warnzeichen sozusagen? Ihre Frage beinhaltet ja schon, dass Depression höchst unterschiedliche Ursachen haben kann. Das kann in einer Disposition liegen, das sind die sogenannten Gemütskrankheiten, das kann körperlich bedingt sein und das ist sehr, sehr häufig einfach
umweltbedingt. Das heißt, dass man mit etwas nicht fertig wird. Und jeder Mensch hat Belastungen und muss einiges durchstehen. Und wenn das natürlich ein Ausmaß annimmt, ein Konflikt, der nicht angegangen wird oder angegangen werden kann, eine Belastung, die auf Dauer zu groß ist, dann kann das sozusagen sich bis ins Biologische sozusagen durchdrücken. Und dann haben wir das Vollbild einer Depression. Vorher sind es, wie Sie sagen, Verstimmungen, die man auch ernst nehmen soll und dann selbst, solange man noch kann, überlegen, wie kann ich da rauskommen, was kann ich für mich tun, damit ich nicht in diese pessimistische Haltung kippe. Und das kennt, glaube ich, jeder. Auch, ich muss zugeben, auch ich habe die letzten Wochen, Monate in dieser ganzen Corona-Geschichte auch meine schlechten Zeiten gehabt. Und da muss ich immer sagen, ich habe eine Familie, ich kann jetzt da nicht pessimistisch unterwegs sein, was tue ich jetzt, dann gehe ich halt wieder mal einmal mehr laufen oder ich höre mir wieder die richtige Musik an oder ich rede mit einem Kollegen und tausche mich aus und dann geht es eh schon wieder. Das sind die Verstimmungen, die man regeln kann. Man sollte eben nicht warten, bis so etwas abrutscht in eine depressive Erkrankung. Zum Abschluss noch ganz kurz, jetzt haben wir gehört, was können Angehörige oder Bekannte tun, vielleicht was kann man ein bisschen selber tun, um auch die Warnzeichen zu kennen, aber was kann ich jetzt auch tun, wenn ich mir jetzt wirklich Sorgen mache und eben noch selber in der Lage bin, mir auch Hilfe zu suchen? Wir haben es gehört, die Betreuung war natürlich jetzt in schwierige Zeiten, man überlegt sich jetzt zweimal, ob ich zu einem Arzt gehe. Richtig. Oder mir eben auch einen Therapieplatz jetzt hole. Viele haben auch gar nicht so regelmäßig geöffnet, es ist also nicht so einfach, wie das in, sage ich jetzt mal, in den normalen Zeiten der Fall ist. Aber was ist denn Ihr Appell auch und was kann man jetzt auch machen und wohin kann man sich auch wenden? Also wenn jemand wirklich ansteht, dann sollte er sich nicht scheuen, Hilfe zu holen. Und das kann einmal ganz niederschwellig ein Rat bei der Telefonseelsorge sein. Telefonseelsorge hat auch eine Vermittlungsfunktion. Also, dass man sagt, bei der und der Konstellation, da gibt es da und dort Hilfe. Es kann das Gespräch selber auch natürlich Entlastung bringen. Und dann gibt es in Vorarlberg Gott sei Dank ein Netz von Diensten, das geht vom IFS, Beratung über die Sozialpsychiatrie, wo die Behandlungsstellen sind, bis hin zu der Ambulanz in Rankweil und so weiter. Und da sollte jeder wirklich Hilfe finden, wenn er es braucht. Herr Dr. Link, Ihr ernstes Thema, aber ich bedanke mich, dass Sie Zeit genommen haben, dass wir das hier auch mal ansprechen konnten, dass wir vielleicht auch dem einen oder anderen Hilfe bieten können, im Sinne von, man kann sich da helfen lassen, man muss nicht verzweifeln. Wir werden uns sicher wieder unterhalten, dann im nächsten Jahr, was dann wirklich, wie es dann ausgegangen ist. In der Zwischenzeit vielen Dank fürs Kommen und gesund lieber. Danke, Ihnen dasselbe. Dankeschön. Danke. Ja, meine Damen und Herren, und bei uns geht es Schlag auf Schlag. Der nächste Studiogast steht schon bereit und ich freue mich, dass er sich kurz die Zeit genommen hat oder die Zeit gefunden hat. Landeshauptmann Markus Wallner, schönen guten Abend. Danke für den Besuch im Studio. Abend, danke für die Einladung. Ja, Wallner, gestern war Landesrat Christian Gantner bei mir in der Sendung und da haben wir darüber gesprochen, was denn jetzt mit den Massentests, wie die geplant sind, wie die Timeline ist. Und da hieß es noch, ja, jetzt starten wir mal mit den Lehrern und mit der Exekutive Anfang Dezember und da müssen wir schauen, wie wir das hinkriegen. Einen Tag später kommt die Aussendung, jetzt machen wir alle nächste Woche, gleich am ersten Wochenende, machen wir Tabula Rasa. Wie hat man jetzt so schnell tatsächlich diese Ressourcen aufstellen können und wie ist denn die Entscheidung jetzt auch gefallen, dass man das, ja doch jetzt einige mehr Tests, die da anstehen, in dieser kurzen Zeit umsetzen kann? Ja, es ist richtig. Wir haben gestern das besonders intensiv diskutiert und auch bis ziemlich spät am Abend noch. Wir haben mit allen Einsatzorganisationen geredet, mit dem Gemeindeverband, mit unseren Fachabteilungen, mit den Experten. Und es hat mir eines ziemlich Mut gegeben, das eigentlich sehr schnell und zügig zu machen für Vorarlberg. Dass vor allem unsere Einsatzorganisationen, Rotes Kreuz, Ortsfeuerwehren und so weiter, auch das Bundesheer, auch die Polizei, die haben gesagt, dieser Termin von der Bundesregierung, so kurz vor Weihnachten, ist eigentlich ein sehr ungünstiger für alle. Mhm. Zum einen für die Bevölkerung, weil die sagt, ich glaube am 20. Dezember oder am 19., so kurz vor Weihnachten, da gibt es eigentlich anderes noch zu tun. Und natürlich, wenn eine Absonderung auch kommen würde, also ich muss in die Quarantäne gehen, dann bin ich natürlich mitten in den Weihnachtsferien. Und das kann die Familien ziemlich durcheinander bringen. Insofern ist es ein Versuch, eine gewisse Klarheit zu schaffen vor Weihnachten. Es gab die Experten, die auch gesagt haben, am sinnvollsten wäre es auch gegen Ende dieses Lockdowns. Jetzt wissen wir nicht genau, wie es weitergeht, aber wir kommen auch zum Ende dieses Lockdowns hin. Wir haben dort noch einmal die Chance, einige Positive zu finden mit einer großen Testung und könnten dann vielleicht noch einmal bei der Inzidenz
also bei der Zahl von Neuinfektionen auf 7 Tage gerechnet pro 100.000 Einwohner, vielleicht doch noch einmal deutlich runterkommen. Wir sind ein Land mit einem relativ hohen Infektionsgeschehen, mit einer hohen Inzidenz im Österreich-Vergleich. Es bessert sich, es geht runter. Wir sind auch nicht mehr Nummer 1 in dem Sinn in Österreich, sondern jetzt auf Platz 5 angekommen. Das geht eigentlich in die richtige Richtung. Ich meine, man sollte nochmal alle Kräfte bündeln und sagen, wir geben uns noch einmal einen Ruck. Wir versuchen noch einmal, auch jeder von uns, einen Beitrag zu leisten. Wir gehen hin, wir testen und sagen, vielleicht gibt es noch einige, die wir finden können. Die wollen wir natürlich noch einmal bitten, in Quarantäne zu gehen und dann zu sagen, dann kommt Weihnachten und dann soll es ein bisschen ruhiger werden. Wir alle wissen, es wird nicht der letzte Test gewesen sein, es werden mehrere wieder kommen, auch Berufsgruppen und so weiter. Aber alles in allem haben wir den Strich drunter gezogen und haben gesagt, wenn wir es logistisch schaffen, dann sollten wir eigentlich in einem großen Durchgang, an einem Wochenende für alle Vorarlberger einen Test anbieten können. Und in Wahrheit natürlich je früher, umso besser. Und unsere Einsatzkräfte haben gesagt, wir schaffen das am 4., 5., 6. Dann habe ich gesagt, die steht eben nicht im Weg. Ganz im Gegenteil, wir machen es schneller. Ja. Es ist sicher besser wie am 20. Da gab es jetzt auch schon von der Opposition Bundespolitik, die FPÖ zum Beispiel, die hat jetzt davor gewarnt, diesen Test zu machen, weil man eben dann unter Umständen über Weihnachten in der Quarantäne ist. Wie sieht es denn im Land aus, auch mit dem Regierungspartner und auch mit den anderen Parteien? Hat man da zumindest da einvernehmen, was diese Tests jetzt angeht, dass man mit einer Stimme spricht, oder ist das auch hier schwierig? Also in der Regierung war es klar, wir haben dort den Konsens mit dem Koalitionspartner, den Grünen, gleich gesucht. Ich habe heute mit dem Johannes Rauch geredet, auch noch einmal sehr ausführlich, und wir waren beide der Meinung, es ist der 4., 5., 6. Dezember, wenn wir es organisieren können, wesentlich besser wie kurz vor Weihnachten. Damit war der Konsens in der Regierung gefunden, das macht die Sache natürlich einfacher. Ehrlich gesagt war mir besonders wichtig, dass wir mit dem Gemeindeverband zurechtkommen. Ich habe heute mit der Andrea Kaufmann, der Präsidentin, geredet. Heute Nachmittag sind alle Gemeinden gut informiert worden. Bis morgen, also Freitag, haben wir gesagt, wir brauchen von allen Gemeinden die Meldung der Testlokale, wo genau findet dieser Test statt, damit wir dann am kommenden Montag die Bevölkerung einladen können. Die machen mit, die haben gesagt, ist eine gute Sache. Die sind ja auch gewohnt, sowas zu organisieren bei Wahlen. Da gibt es also Wahllokale und genaue Abläufe. Ich glaube, für die Gemeinden ist es gar nicht so schwierig. Aber wir brauchen auch deren Kraft natürlich und dann auch die Einsatzorganisationen, vor allem das Rote Kreuz. Wir brauchen das ausgebildete Personal dazu, also Sanitäter, die auch diese Tests abnehmen dürfen. Das kann nicht irgendeiner machen, sondern muss eine geschulte Kraft sein. Auch rechtlich ist das so, ist auch richtig so. Und von dort kam die Meldung, lieber früher als später. Also auch die sind in der Lage, das Personal eher für den 4., 5. und 6. aufzutreiben. Da brauchen wir viele, Hunderte in Wahrheit. Und das hat mich schon sehr bewogen zu sagen, dann starten wir durch. Wir machen es ein bisschen anders, wie der Bund es vorgegeben hat. Wir sind schneller, wir gehen voran. Wir werden auch einen zweiten Test machen im Sinne einer Bestätigung durch PCR. Auch das sogenannte Contact Tracing, wo der Bund gemeint hat, das müsste man nicht machen, werden wir machen. Wir wollen auch die Kontaktpersonen erreichen. Das heißt, wir versuchen es eigentlich bestmöglich zu organisieren. Die Parteien im Lande wissen auch Bescheid. Es gab jetzt nicht die Möglichkeit, alles im Detail abzustimmen. Das wird die nächsten Tage auch geschehen, logischerweise. Aber ich habe jetzt zumindest bis zur Stunde, habe ich außer jetzt von der Bundes-FPÖ, die einfach dagegen ist, aber die ist halt im Moment gegen sehr vieles, habe ich jetzt keinen wirklichen Widerstand gehört. Ich glaube, es vereint ja auch viele das Bestreben zu sagen, wir wollen ja auch raus aus diesem Lockdown. Ich glaube, es gibt ja niemand, der nicht der Meinung ist, wir müssen die Zahlen runterbringen. Wir müssen einfach runter von diesem hohen Infektionsgeschehen. Es ist gefährlich. Also wenn man sich die Todesrate im Moment anschaut, die Zahl 100 Tote ist überschritten worden. Das ist schon alarmierend und das ist eben anders wie bei einer Grippe. Wenn man die Spitalszahlen betrachtet, die Belegung der Intensivbetten. Ich meine, wir sind jetzt, glaube ich, wenn meine Einschätzung stimmt, dann kommen wir haarscharf an der Situation vorbei, dass uns die Intensivbetten so stark belegt sind, dass wir in schwierige Entscheidungen hineingekommen wären. Und da ist das Personal auch bei der jetzigen Belegung extrem gefordert. Und die Bevölkerung, glaube ich, sieht das mittlerweile, dass wir da auf eine sehr schwierige Situation zusteuern, wenn wir nicht alles unternehmen, von diesen Zahlen runterzukommen. Eine Massentestung ist natürlich kein Freibrief. Das ist eine Momentaufnahme. Man muss wissen, eine Woche später kann ich trotzdem infiziert sein. Ich muss trotzdem vorsichtig sein. Ich muss die Maske tragen. Ich muss Abstand halten. Es wird auch weitere Testungen geben müssen. Also man muss auch sagen, das ist kein Allheilmittel. Das wäre jetzt die nächste Frage.
Der Landesrat hat es gestern auch schon gesagt, das wird jetzt einmal gemacht, aber natürlich nicht nur einmal, das soll auch weiter folgen. Das heißt, ist da schon ungefähr Timeline bekannt, wann man dann den zweiten Durchgang sozusagen machen will? Ist das dann im Jänner geplant? Oder? Es ist noch nicht fixiert. Mir wäre am liebsten, wir machen jetzt vor Weihnachten, jetzt gleich an diesem Wochenende wie geplant, eine große Durchtestung. Uns bringt es am allermeisten, wenn viele teilnehmen. Auch an der Stelle ein Aufruf an die Bevölkerung, nehmen Sie es ernst, gehen Sie hin, machen Sie mit. Sie können einen Beitrag leisten, einen aktiven Beitrag leisten jetzt, indem wir insgesamt dann das Infektionsgeschehen besser runterdrücken können. Auch wissen, dass das kein Allheilmittel sein wird, aber es ist ein guter Beitrag. Und natürlich wird klar sein, wir werden weiter testen müssen. In Berufsgruppen, diese Screening-Programme, die oft erwähnt werden, gehen weiter. Das Pflegepersonal, das Spitalspersonal, gegebenenfalls auch Lehrer oder andere Berufsgruppen, die viel Kontakt haben. Das wird schon von den Experten empfohlen, nicht nur eine Massentestung und dann Schluss, sondern dann weiter testen. Aber der große Durchgang mit 80 Teststationen, mit 1700 Helfern über ganz Vorarlberg, den wird es einmal vor Weihnachten geben. Und wir überlegen uns natürlich einen zweiten Durchgang später. Das wird von Expertenseite schon dringlich empfohlen zu sagen, wenn diese Massentestungen wirklich gute Wirkung entfalten sollten, dann muss es mehr sein wie nur ein Tag und mehr sein oder drei Tage oder mehr sein wie eine Momentaufnahme. Diese Meinung teile ich. Aber ich habe nicht vor, am 19. oder 20. Dezember die Vorarlberger noch einmal sozusagen die Test, vor Weihnachten. Man könnte sagen, die Testurne zu bitten. Ja. Das werden wir nicht machen, so kurz vor Weihnachten, sondern wir versuchen ein bisschen mehr Sicherheit Richtung Weihnachten auch für die Familien aufzubauen. Kommen wir noch zu zwei anderen Punkten. Auch ein Punkt, der gestern noch nicht bekannt war, während wir auf Sendung waren, der danach dann erst aufgekommen ist, das war das Thema Skigebiete bzw. Skitourismus diesen Winter. Da gibt es einen Vorstoß der italienischen Regierung, der sich auch ihr Amtskollege in Bayern mittlerweile angeschlossen hat. Also da gibt es Befürworter dafür, dass man eben generell die Skigebiete dieses Jahr geschlossen hält. Da gab es natürlich einen großen Aufschrei aus Österreich, auch aus Vorarlberg, aber eben schon auch von Bundesseite her. Zumal an Sie die Frage, was ist denn der Stand heute und was sind auch die Maßnahmen, die jetzt gesetzt werden? Denn es wird ja jetzt offensichtlich auch auf europäischer Ebene diese Thematik behandelt. Also diese sehr direkten Zurufe aus Italien oder jetzt auch aus Bayern, die waren nicht besonders hilfreich. Also wir bemühen uns im Lande sehr darum, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Wir müssen ja auch wissen, diese Lockdowns, die wir aus gesundheitlichen Gründen machen müssen, die kosten ja Millionen täglich. Und sie kosten österreichweit Milliarden. Das heißt, es muss ein schon großes Bestreben da sein, natürlich zuerst die Zahlen zu senken, aber man muss auch im Auge haben, dass wir die Wirtschaft wieder in Gang setzen müssen. Die Leute brauchen Arbeitsplätze. Sie müssen da Geld verdienen können. Sie müssen die Familien durchbringen. Wer einen Blick auf die Statistik wirft, sieht, das ist eine wirklich unangenehme Situation. Wir kennen das in Vorarlberg so gar nicht. Oder? Die Zahl der Arbeitslosen, die Konjunktureinbrüche, das öffentliche Geld, das überall fehlt. Also man muss schon die Gesamtzusammenhänge sehen. Jetzt bin ich da klar in meiner Meinung. Die Zahlen müssen runter. Weil ich meine, die beste Wirtschaftspolitik ist eine geringe Inzidenz. Das ist weltweit so. Wer die höchsten Zahlen hat, verliert natürlich auch in der Wirtschaft letztlich. Und das hat natürlich absoluter Vorrang. Aber jetzt zu sagen, kein einziges Skigebiet darf aufsperren, kein einziger Lift darf irgendwo laufen, auch für die Einheimischen nicht, für die Kinder nicht über Weihnachten, für Eltern, die sich vielleicht bemühen, ein paar Runden an einem Skihang zu drehen, das ist einfach nicht in Ordnung, auch den Einheimischen, der eigenen Bevölkerung gegenüber nicht. Wir gehen nicht nur Skifahren, weil wir Tagesgäste hier haben wollen oder herlocken wollen. Wir sperren die Skigebiete nicht nur für den Tourismus auf, sondern auch für uns selbst, also für die Einheimischen. Die Tagesgäste können ja auch kommen. Wichtig wird wohl sein, dass die Schutzvorschriften eingehalten werden. Keine leichte Aufgabenstellung, die Seilbahnbranche ist gefordert, aber sie ist auch intensiv dahinter zu überlegen, wie man das gut abwickeln kann. Eigentlich sagt auch unsere Seilbahnwirtschaft, sie wollen aufsperren. Vielleicht ein bisschen später als geplant, der eine früher, der andere später. Aber es gibt von keiner Region des Landes die Nachricht, wir wollen alles zusperren. Und man muss auch wirklich dazu sagen, immer diese Botschaft, alles zuzusperren, ist besonders schwierig für die Leute. Da wird schon dunkel im Land. Also wir müssen auch schauen, dass es wieder hell wird in Vorarlberg und dass wir ein bisschen Zuversicht entwickeln, gerade über den Jahreswechsel drüber. Ja, jetzt weiß ich schon, wir wollen kein großes Après-Ski, wir wollen diese Massenaufläufe nicht haben, weil es natürlich wieder gefährlich werden kann. Immer ein Hin und Her. Aber auf der anderen Seite kann die Antwort nicht sein, wir sperren ganz Vorarlberg ständig zu.
Wir müssen auch überlegen, wie wir weiterkommen. Es wird die Impfung kommen, es werden diese Testungen jetzt gemacht, es müssen die Zahlen runter und wir müssen ein Stück weit mit dem Virus leben. Das müssen wir schon auch lernen. Und wenn die Zahlen zu stark sind, wissen wir, was zu tun ist, unangenehm, dann kommen diese Lockdowns immer wieder ins Spiel. Aber zu sagen, es darf keiner einen Lift einschalten, das geht einfach zu weit. Es gibt viele Skigebiete im Land, die können auch Teile aufsperren. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie man darauf reagieren kann. Und aber zusperren ist ja das Einfachste. Ja. Zu sagen, wir drehen den Schalter um auf off und sagen dann, der Lift ist zu. Das ist ein bisschen eine auch zu einfache Antwort. Ja. Aber wie optimistisch sind Sie? Also sollte es tatsächlich auf europäischer diskutiert werden? Jetzt wissen wir, in Österreich ist das natürlich ein ganz großes Thema, da wir natürlich auch in Vorarlberg natürlich ein großer Teil des Tourismus natürlich eben auch dieser Wintertourismus ist. Da geht es um viel Geld, da geht es um viele Arbeitsplätze. Wenn man jetzt aber den gesamteuropäischen Kontext ansieht, da sind natürlich andere Player auch dabei, da ist Österreich dann doch, sage ich jetzt mal, der kleinere Partner im Vergleich zu jetzt Deutschland als Beispiel oder auch Frankreich. Haben jetzt noch nichts gehört, was die dazu sagen, aber ist ja auch ein haben ja auch viele Skigebiete. Aber wie optimistisch sind Sie, dass es jetzt im Fall, dass es dazu nicht kommt, auch auf europäischer Ebene? Und was für Möglichkeiten hätte man denn auch dann trotzdem auf nationaler Ebene da dagegen zu wirken? Oder müsste man dann im Notfall mit all den Defiziten, die Sie natürlich aufgezählt haben und den Problemen, die sich daraus ergeben, damit leben? Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass die Europäische Union überhaupt auf die Idee kommen könnte, in diese Art der Wirtschaftspolitik überhaupt einzugreifen. Man muss sich ja auch fragen, welche Regelungsbefugnisse dort eigentlich wären. Die sind gar nicht vorhanden. Also die Frage, ob wir jetzt ein Skigebiet aufsperren oder nicht und wie wir das handhaben, ist eine, und muss es auch sein, ist eine regionale Entscheidung. Ich glaube, man kann das in Montafon besser beurteilen wie in Brüssel. Dort hat es auch im Regelfall weniger Schnee wie im Montafon und es ist nicht so steil und weniger Lifte. Also man kann das bei uns, glaube ich, gut beurteilen. Geht das oder geht das nicht? Mit welchen Zahlen kommen wir zurecht? Wie können wir das anstellen, organisieren? Keine großen Après-Ski-Partys und so weiter. Ich bin eigentlich der Meinung, wir sollten das regional entscheiden können. Wenn der Wind von der anderen Richtung weht, dann muss natürlich auch beantwortet werden, wer für den Schaden aufkommt. Weil, ich meine, so einfach wird es nicht gehen, dass man irgendwo in Brüssel sagt, es kann null Tourismus stattfinden, es kann kein einziges Skigebiet aufsperren, aber wir bleiben dann auf dem wirtschaftlichen Schaden und der Arbeitslosigkeit sitzen. Das hat der Finanzminister heute, glaube ich, Das sehe ich eigentlich nicht ein, das bringt einem etwas in Rage. Also mir würden viele Dinge einfallen, auch in der Pandemie, die man in Brüssel anpacken könnte. Auch zuletzt gab es was Positives, nämlich der Einkauf von den Tests. Auch das war ja über die Monate hindurch alles sehr, sehr schwierig. Oder die Frage der Schutzausrüstung, wenn ich ans Frühjahr denke. Also schon Aufgaben, wo die größere Einheit Europa für alle etwas tun kann. Das war zuletzt auch positiv, muss man auch einmal erwähnen. Oder dass jetzt dafür gesorgt wird, dass die europäischen Länder genügend Impfstoff bekommen werden. Das schaut im Moment so aus, ist auch eine Initiative, die in Brüssel gesetzt wurde. Das ist gut so. Aber dass man auf die Idee kommt, uns vorzuschreiben, ob wir in Bregenzerwald oder in Montafon oder sonst wo im Land, im Brandnertal oder in Laterns, ein kleines oder großes Skigebiet aufsperren, da muss ich ehrlich sagen, ich glaube, da wissen wir es vor Ort schon besser. Dann hoffen wir das Beste. Wir werden sehen, was die nächsten Tage bringen. Ich gehe davon aus, dass Sie in Wien und auch die Bundesregierung in Brüssel dementsprechend Druck machen wird. Herr Landeshauptmann, ich bedanke mich für den Besuch im Studio. Und ich danke Ihnen natürlich gesund bleiben. Alles Gute und gesund bleiben. Schönen Abend noch. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und jetzt haben wir viel ernste Themen besprochen. Wir hatten jetzt das Thema Suizid, wir hatten das Thema Corona natürlich, das uns jeden Tag bewegt. Und ich bin sehr froh und dankbar auch, dass wir jetzt zum Abschluss die Linda Meixner bei uns begrüßen dürfen. Und das strahlende Lächeln habe ich schon hier auf dem Bildschirm. Und es war mir ganz, ganz wichtig, dass wir heute auch so ein bisschen einen Kontrastpunkt setzen. Danke, Linda, dass du dir die Zeit genommen hast. Schönen guten Abend. Ja, grüß dich miteinander. Ich sage auch danke. Vielleicht eine kurze Info, meine Follower schauen per Live-Video auch zu und ich hoffe, das passt. Grüß dich, Pascal. Wunderbar, servus. Ich habe gesagt, du warst heute, wir waren jetzt im Dialekt, am besten, oder? Ja, ich mache es so ein bisschen. Ja. Oder wir versuchen es. Du warst heute schon in der Berg unterwegs, habe ich gesagt. Jeden Tag die Sonne nutzen, lieferst jeden Tag die positiven Bilder in die Wohnzimmer, gerade in der momentanen Situation, wo natürlich mit Lockdown und eben mit Verreisen, das funktioniert seit ein paar Monaten nicht mehr so ganz. Welchen Stellenwert hat denn in dieser Zeit deiner Meinung nach jetzt so dieses Social Media und das, was du da bieten kannst, dass du eben ein bisschen positive Vibes verbreiten kannst?
Ja, also Social Media muss man, glaube ich, immer unterscheiden, wann es negativ, wenn wir das negativ nutzen oder positiv. Ich glaube, jetzt momentan in der Zeit, das zu nutzen, um Berge zum zeigen und Natur näher zu bringen, aber auch zu motivieren, dass man, ja, ich sage mal, kleine Momente schätzt oder zum Stärken oder sich auch auszutauschen in Sachen mentaler Gesundheit, ist, glaube ich, wichtiger, ja, denn je. Mhm. Bevor wir jetzt auf dein Offline-Manifest zum Sprechen kommen, das ist schon ein Grund, warum ihr die eigentlich heute unbedingt sprechen wollt, was ja ganz spannend ist. Lass uns dann ganz kurz über das, wie du jetzt so diese Zeit erlebt hast, jetzt die letzten Monate, weil für dich hat sich ja doch auch einiges geändert. Also du bist ja jemand, der viel unterwegs ist, der viel auf Reisen war, der ist natürlich der Skisaison schon massiv entgegenfiebert. Jetzt haben wir gerade vorher vom Landeshauptmann gehört, also wir hoffen, dass das jetzt bald losgeht, aber so ganz sicher ist das noch nicht. Wie gehst du ganz persönlich mit der Situation um? Wie geht es dir mit der Situation? Ja, also für mich hat sich schon sehr viel geändert. Ich war ja sonst sehr viel unterwegs. Ich war, glaube ich, letztes Jahr auf insgesamt 7 Auslandsreisen und dazwischen immer wieder in Österreich unterwegs. Für mich war es jetzt so eine Zeit, wo ich echt nochmal mehr zu Hause ankomme und weniger aus dem Koffer lebe. Eigentlich positiv. Und ich versuche halt, bin so ein Mensch, wo ich immer denke, ich versuche immer das zu sagen, was ich habe. Und im Moment habe ich die wunderschöne Natur und Berge vor meiner Haustür. Und das schätze ich eigentlich auch, ja. Mhm. So, dann lass uns mal ein bisschen über dein Offline-Manifest reden, was ja im ersten Moment wahrscheinlich für viel Verwunderung sorgt. Du hast knapp, muss jetzt nochmal gerade nachgeschaut, 94.800 Follower auf Instagram. Man kann dich als Influencer bezeichnen oder Social-Media-Expertin. Also das heißt, man kennt dich eigentlich wirklich viel aus dem Internet und eben viel von Instagram oder vor Hallo Facebook oder den verschiedensten Medien. Du hast im Rahmen von deiner Masterarbeit 66 Tage offline gelebt. Das heißt, du hast komplett auf Smartphone verzichtet, also nicht nur auf die sozialen Netzwerke, sondern auf Smartphone generell. Einleitend nochmal ganz kurz, wie ist es dazu gekommen oder wie ist die Idee entstanden, dass du für deine Masterarbeit komplett auf das, was die eigentlich jetzt beruflich oder interessensmäßig in den letzten Jahren ausgezeichnet hat, verzichtest oder verzichten willst? Ja, ich glaube, der eine Punkt ist, ich bin relativ schnell in diesem Beruf gelandet und habe dann irgendwann gemerkt oder habe mich sensibilisiert, dass ich gemerkt habe, dass es mit mir selbst was verändert in meiner Gesundheit. Bin dann immer wieder in Offline-Wochen gestiegen, weil sich irgendwie Freizeit und Beruf komplett überschnitten hat. Ja, dann echt so 60 Stunden an meinem Smartphone gehabt, weil das halt für mich das ultimative Arbeitsgerät war, auch mit allen E-Mails und so weiter, wenn ich unterwegs war. Ja, und dann habe ich gemerkt, dann im Gespräch mit meiner Professorin, jetzt möchte ich wissen, was macht das Gerät mit mir, wie beeinflusst mich das wirklich, und das Beste war für mich da die Lösung, einen Selbstversuch zum Starten, zum sagen, 66 Tage ohne Smartphone, und gleichzeitig habe ich mich dann auch in einer psychotherapeutischen Therapie untersucht und geschaut, was mit mir passiert, ja. Mhm. Lass uns am Anfang kurz sagen, warum 66 Tage? Das hat ja einen Grund gehabt, warum das genau 66 Tage sind, oder? Ja, es war am Anfang gar nicht so geplant, aber damit die im Versuch die Ergebnisse stärker sind, war es dann so, weil man sieht, es braucht im Schnitt ca. 66 Tage, bevor sich eine Veränderung im Leben von einem Mensch etabliert. Mhm. Du hast gesehen, also ich habe das nachgelesen so bei dir auch, es gab so 3 Phasen, die du da durchgemacht hast in diesen 66 Tagen. Jetzt kann das gut nachvollziehen. Ich habe mit Smartphone eigentlich auch mehr oder weniger schon berufsbedingt den ganzen Tag bei mir. Und wenn es einmal 10 Minuten weg ist, dann wird man schon nervös oder keine Ahnung, oder der Akku schwach ist. Das ist dann schon so, oje, oje. Was waren denn bei dir diese 3 Phasen und in welchen Zeitabständen haben sich die auch abgespielt? Also ich habe da so ein Sätzchen in einem Buch geschrieben, ich habe es jetzt so da stehen und gesehen, ich bin den Weg gegangen von der radikalen Konfrontation zum Pass der Erkenntnis durch den Fluss von meinem Zug und bin nicht so langer Weg der Veränderung. Also ich sage ganz klar, so ein Versuch ist absolut nicht einfach, das Gerät beeinflusst uns viel mehr und das war jetzt ein ganzer Prozess für mich und ich glaube, dass sich jetzt so erst noch vieles niederschlägt aus dem Prozess, ja. Wie waren die ersten Tage oder ab wann ist es gegangen, dass man nicht... Ich habe gelesen, du bist schon teilweise Nägelkauend vorm Fernseher geguckt am Abend, weil das Handy gefällt hat am Anfang. Wie lange ist denn das gegangen, bis man da ein bisschen diese innere Ruhe findet? Also ich kann sagen, ich habe gemerkt, ich habe in so eine Art Tagebuch oder Gedankenbuch geschrieben und dort ist gestanden, denn so nach 30 Tagen war dann das Smartphone, wenn es in meiner Gegenwart gelegen ist, also mir wirklich egal. Weil wir sind ja beherrscht durch das Gerät in der ständigen Angst, etwas zu verpassen.
Und man verpasst auch Dinge, also der soziale Kontakt ist gerne zu einfach, aber kann ich noch was dazu sagen. Mhm. Aber ja, so triste Eck hat es gedauert eigentlich, bis sich wirklich signifikant was geändert hat. Aber in der Forschung heißt es aktuell, dass es sieben Tage Smartphone-Abstinenz gesundheitlich sehr förderlich ist. Genau, und jetzt kommen wir, bevor wir auf das, was da wirklich abgegangen ist oder was wirklich auch an nicht so toll war, kommen wir doch zuerst mal zu den positiven Aspekten, weil du hast tatsächlich nach deiner 66 Tag als Fazit einige sehr, sehr positive Aspekte ausgezogen, was dieser Verzicht mit sich bringt. Vielleicht kannst du uns da mal kurz erzählen, was sind denn so die größten Aha-Erlebnisse im Nachhinein betrachtet jetzt natürlich sie? Also ich glaube, ganz cool war es am Anfang, wo ich mich plötzlich wieder erinnern konnte an meine Träume. Das nächste, ich habe meinen Schlaf angeschaut, was mit meinem Tiefschlaf passiert, und der hat sich eigentlich verdoppelt, denn also mein Schlaf war viel besser. Ich habe mir eigentlich auch so den ganzen Druck genommen von dem Ganzen und einfach in Sachen vom effizienteren Arbeiten. Es ist mir einfacher gefallen, zu mich konzentrieren. Und eine ganz traurige Sache ist eigentlich schon, dass wir durch das Smartphone eigentlich unser Leben weniger lebendig leben, wenn wir es einfach nicht mehr ganz so mitkriegen. Und du erlebst halt in dem Moment alles viel intensiver. Also vor der Natur oder vor den Momenten, glaube ich, mit den Menschen. Aber ich habe dann nur ziemlich schnell gemerkt, dass ich mit dem Problem nicht allein bin. Mhm. Und dass alle um mich herum immer sehr oft noch am Smartphone sitzen. Mhm. Und vor die negative Seite, die soziale Komponente ist natürlich ein Thema. Ich meine, das kann man jetzt so, ohne dass man den Test gemacht hat, gut nachvollziehen, weil man ist halt einfach logischerweise nicht mehr erreichbar. Festnetztelefon gibt es nicht, wenn man nicht im Netz unterwegs ist, dann kann man nur noch vorbeikommen und klingeln eigentlich und hoffen, dass jemand da ist. So wie man es ja früher auch gemacht hat, aber kennt halt keiner mehr, oder? Aber, ich habe so mein altes Nokia genutzt. Also telefonieren ist noch gegangen in dem Fall. SMS, aber es kam wirklich nichts, das Nokia. aber das war schon was, wo du gesagt hast, das hat dir ein bisschen belastet, also sprich der soziale Kontakt, dass der tatsächlich über soziale Netzwerke ein wichtiger Teil in deinem Lehrbau war davor. Ja, also es ist halt so, es geht mir generell in meiner Arbeit darum, nicht gegen oder für das Gerät, sondern es geht darum, wie nutzen wir das Gerät, so ohne, dass es uns gesundheitlich gefährdet. Und da muss man ganz unterscheiden, weil das Gerät ist so genial in seiner Technik, jetzt gerade zu Corona-Zeiten, um sich mit FaceTime zu verbinden und wirklich soziale Kontakte zu erschaffen. Aber auf der anderen Seite nutzen wir das sehr oft, so wie ich es nenne, auch als Entspannungsventil oder Langeweileüberbrücker. Und ich glaube, da muss man sich selber beobachten und erkennen, wann nutze ich das Gerät positiv und wann einfach nur eigentlich für was anderes. Jetzt hast du natürlich in der Zeit ohne Telefon bist auch viel rausgegangen. Jetzt haben wir aber gesehen, du warst heute in der Berg, da gibt es jetzt natürlich wieder die Videos, da gibt es die Stories und die Fotos. Aber machst du das jetzt oder hast du trotzdem daraus gelernt, dass du jetzt, obwohl jetzt das durch die Linse vom Smartphone sozusagen wieder beobachtest, auch den Blick für die Realität nicht verlierst? Hat sich da was geändert im Vergleich zuvor? Weil du ja gesehen hast, man lebt anders logischerweise, weil man hat mehr Blick auf die Realität, die rundum ist. Ja, es war halt irgendwann so für mich, dass man dann so einen Druck hat, Dinge und Content zu produzieren, dass ich so gemerkt habe, irgendwie, was sind jetzt die Berge, nicht mehr meine Berge. Und das hat sich jetzt auch extrem geändert. Jetzt gehe ich einfach raus und ich tue das, warum ich das wieder angefangen habe, Social Media, weil ich gerne fotografiere und weil ich gerne draußen bin und mache mir mittlerweile überhaupt keinen Druck mehr, irgendwelche Dinge zu produzieren. Das heißt, es ist relativ spontan oft jetzt das Ganze. Ich fotografiere wieder viel mehr und mache jetzt eigentlich wieder das, wie ich es damals angefangen habe. Ja. Und auch viel bewusster. Also zum Beispiel sage ich mir auch, am Berg, da gehört mir, da werden keine Storys aufgeladen oder sehr wenig. Und das Ganze bearbeite ich dann wieder, wenn ich im Tal bin. Was wäre jetzt deine Erfahrung und dein Learning, weil du hast das ja auch gesehen, dass man sich eben Auszeiten nimmt, digitale denn auch bewusst, das tust du jetzt, glaube ich, auch ganz bewusst, hast davor, glaube ich, bis zu einem gewissen Punkt auch gemacht, aber jetzt noch viel bewusster. Was sind denn so, sprich Zeiträume sich zum Suchen, an gewissen Orten das nicht zu verwenden, wie du jetzt siehst, wenn du in der Berg bist, dass halt aber Dober das wirklich den Moment bewusst genießt und nicht schon wieder ans nächste Foto hochladen denkst? Ja, es gibt viele verschiedene Dinge, die ich da aufgeschrieben habe. Ich kann jetzt vielleicht ein paar Sachen dazu sagen, aber leider nicht alles.
ein Punkt ist, glaube ich, was mich dann auch sehr schockiert hat, in einer Umfrage gestellt, wo wir unser Smartphone nützen. Und an erster Stelle ist der Chor abends im Bett, an zweiter Stelle auf dem WC, an dritter Stelle ist Chor morgens im Bett, an vierter Stelle war dann vor dem Fernsehen und an fünfter Stelle war dann erst das Büro. Und da denke ich mir halt, ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, dass wir uns zu Hause wieder Räume schaffen, wo wir sagen, da bleibt das Smartphone draußen, also vor allem zum Beispiel im Schlafzimmer oder ja. Und das Nächste, jetzt ist natürlich schwierig, die sozialen Kontakte, aber die sozialen Kontakte so zum Nutzen mit FaceTime, anstatt stupides Scrollen durch Instagram oder sonstige Apps. Also wirklich soziale Kontakte jetzt digital zu schaffen, ja. Das sind so Punkte vielleicht, ja. Das heißt, in deiner Wohnung gibt es smartphone-freie Bereiche, oder? Ja. Und gewisse Zeiten, also ich meine, es gibt ja viele, die sagen, also sie am Arbeit verzichtet drauf oder am Wochenende, dass ich es einfach mal ausschalte. Aber das fällt natürlich schwer. Also das merke ich ja selber, das merkt, glaube ich, jeder, der jetzt regelmäßig ein Smartphone nutzt. Also da muss man gerne Influencer sein oder jetzt im sozialen Netzwerk sich jeden Tag beruflich auch bewegen. Das merkt jeder. Aber das heißt, du nimmst ja auch wirklich so Sabbaticals eigentlich vom Smartphone, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Also ich bin ganz sicher nicht perfekt. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist einfach erstmal sich mit dem zum Konfrontieren, zu beobachten, wenn hänge ich am Smartphone. Insgesamt verbringen wir ungefähr durchschnittlich 2 Monate in unserem Leben oder in einem Jahr, 2 Monate lang nur mit dem Smartphone. Und da heißt das mit der Auszeit, ja, verstehe ich, aber ich muss da ganz klar sagen, es hängt nicht allein an uns. Es wird uns schon ganz schön schwer gemacht, aus diesen Dingen auszusteigen, weil die natürlich auch so erfunden sind, dass wir möglichst viel Zeit mit denen verbringen. Aber trotzdem finde ich, kann man bei sich selber ansetzen und schauen, damit klar zum Kommen oder wenigstens das zu versuchen oder sich zu beobachten und zu hinterfragen, wie ich das Gerät nütze. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz das Wichtigste für Zukunft. Letzte Frage nur kurz, aber weil du mit dieser Publikation und damit, also zum Beispiel gesagt hast, du willst Fotos und Bilder posten, die aber nicht alle bearbeitet sind, die nicht alle retuschiert sind, sondern die einfach mal am Morgen in der Früh, sage ich jetzt einmal, nicht gerichtet und nicht im perfekten Licht sorgen und unter Umständen, wenn es da mal nicht so gut geht, also auch diese Bilder haben wir ja bei dir schon gesehen, oder? Diese perfekte Welt praktisch ein bisschen zu durchbrechen, diese scheinbar perfekte Welt in den sozialen Netzwerken. Wie ist das so im Kontakt mit anderen? Ich meine, du hast ja auch Kontakt mit logischerweise vielen anderen Menschen, die sich in sozialen Netzwerken beruflich und auch hobbymäßig bewegen. Wie erlebst du da die Entwicklung? Also das ist ja auch sowas, also hat am Anfang angefangen, man hat halt gemacht. Mittlerweile ist das alles extrem professionalisiert, das ist extrem kommerziell geworden. Das heißt, also das ist fast ein Schablone oder Schubladerdenken, wenn man sich diese ganzen Influencer-Stories anschaut, die sind ja mehr oder weniger schon mittlerweile alle austauschbar. Alle ganz perfekt, alle ganz straight, ganz clean. Gibt es da so ein bisschen einen Gegentrend oder bist du da so noch der Vorreiter dafür oder der einsame Kämpfer dafür? Also da will ich mich nicht als Vorreiter bezeichnen. Ich glaube, der erste Punkt ist einfach, dass man sich selber treu bleibt. Ich bin immer noch die Person, die ich bin, bevor ich jemals diese App in die Hand genommen habe. Das Ganze mit Realität und Nicht-Realität, da muss ich ganz klar sagen, es ist immer eine zweite Identität oder eine zweite Realität. Auch bei den Bildern, die man jetzt viel sieht, von der Körper und so, auch dort werden manchmal dann die Falten noch bearbeitet, dass es noch mehr Falten gibt und es extremer wirkt. Also man muss sich ganz bewusst sein, diese Welt ist nicht real, egal ob es jetzt retuschiert ist oder in welche Richtung. Ich muss auch sagen, ich bearbeite meine Bilder so, dass sie einen schönen Look kriegen, so dass mir das Foto gefällt. Aber der zum Beispiel nie Filter verwendet, die jetzt mein Gesicht verzerren oder sonstige Dinge, ja. Vielleicht, also man muss einfach Dinge dort in diesem ganzen Netzwerk sehr unterscheiden und vieles kritisch sagen. Und allerletzte Frage, du bist natürlich hauptsächlich auf Instagram unterwegs, jetzt gibt es aber natürlich andere soziale Netzwerke, zuletzt aber zum Beispiel auch TikTok, das massiv an Bedeutung gerade bei der jüngeren Zielgruppe auch dazu gewonnen hat. Wie stehst du zu sowas gegenüber, beziehungsweise wie interessiert und neugierig verfolgt man sowas? Oder gibt es vielleicht, müsste ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe es noch nicht gesehen, aber können wir jetzt in die Nesseln setzen und du hast schon lange einen Account und bist da schon sehr fleißig, das weiß ich nicht, aber ist das was du mitverfolgst tatsächlich?
Also ich muss jetzt gerade lachen, ich verfolge das natürlich, TikTok ist sicher ein super Business Case und so weiter, aber für mich persönlich ist es nichts. Ich habe einfach gemerkt, wenn ich da ein paar Mal hin und her scroll, denke ich mir, was ist mit unserer Welt los? danke, dass es nicht nur mir so geht. Und dann bleibe ich halt lieber bei meinen Kanälen, die ich schon habe, und arbeite dort mit dem neuen Tool Reels und so weiter. Alles klar. Linda, in diesem Fall sage ich vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Das war sehr spannend wie immer. Wir freuen uns, das können wir, glaube ich, verraten. Es wird gerade momentan geredet, ob das vielleicht sogar als Buch rauskommt. Das heißt, dass man tatsächlich deine Erfahrungen mit diesen 66 Tagen künftig dann wirklich mal im Detail und nachlesen kann, was sicher sehr, sehr spannend wäre. Da also, muss ich noch kurz sagen, weil das wurde momentan sehr oft falsch verstanden. Das Buch gibt es noch nicht im Handel. Ich bin mit Hochdruck dran, dass es verlegt wird, und bin schon in Gespräche. Aber im Moment gibt es aktuell noch nicht zum Kaufen, weil viele mich oft schon anfragen, wo es es gibt oder vor Weihnachten jetzt. Und es freut mich sehr und es ehrt mich sehr, aber so schnell bin ich nicht. Aber da werden wir dann sicher noch mal Gelegenheit haben, wenn es denn Husse ist, uns darüber im Detail zu unterhalten und das dann nochmal anzuschauen. Auf jeden Fall. Linda, in der Zwischenzeit sage ich vielen Dank für die Zeit. Alles gut ins Munterfu und dass es bald der Schnee kommt, weil ich glaube, du kannst es kaum erwarten, dass ohne das Lift laufen Ski anschnallen kannst. Ja, also das tät mir schon sehr fehlen. Alles klar. Linda, danke dir. Schönen Abend. Tschüss. Ja, und das war's wieder für heute mit Vorarlberg Live. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Morgen geht's weiter mit Vorarlberg Live, da kann ich schon ein bisschen was verraten. Da gibt es wieder spannende Gäste und auch ein spannendes sportliches Interview zu sehen. Also unbedingt einschalten. Morgen wieder 17 Uhr. Bis dahin, schöne Zeit, gesund bleiben und einen schönen Abend.